Deal Time. Auf YouTube findet man viele Tipps und Ratschläge zu Immobilieninvestments und Immobilientransaktionen, aber ganz wenig transparente Informationen zu echten Deals aus der echten Welt. Aber ich glaube, genau diese Art von Videos sind wichtig und hilfreich, um neuen Investoren die Scheu vom Immobilienmarkt und Immobilieninvestments zu nehmen. Und deswegen gibt es jetzt von mir das neue Format Deal Time. In jeder Episode zeige ich dir einen Immobiliendeal, den ich selbst durchgeführt habe, um dir so ein unverfälschtes Bild zu geben, wie Immobiliendeals in der echten Welt ablaufen. So transparent wie möglich zeige ich euch dabei meinen Gedankengang, teile mit euch, was ich bei diesem Deal gelernt habe und was euch vielleicht am allermeisten interessiert, was ich mit diesem Deal verdient habe oder auch verloren habe. Hierzulande redet ja niemand gerne über das Geld, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, um junge Menschen dazu zu animieren, selbst finanziell erfolgreich zu sein. Wenn du weitere Folgen von Deal Time sehen möchtest, dann like dieses Video und abonniere meinen Kanal. Danke fürs Reinschalten und los geht's mit Deal Time. Den Deal, den ich euch heute präsentieren möchte, war einer der ersten Wohnungen, die ich selbst gekauft habe. Bei der Wohnung handelt es sich um eine kleine 30 Quadratmeter Wohnung hier in Wien im 3. Bezirk. Die Wohnung war in der Nähe von einer U-Bahn-Station, im ersten Liftstock eines Altbaus gelegen, das heißt schön hohe Decken, von der Raumaufteilung klassisch für solche kleinen 30 Quadratmeter Wohnungen. Das ist reingekommen in einen Vorraum/Küchenbereich, davon ging gleich ein kleines Bad-WC weg und dann ist man reingegangen in einen großen Hauptraum, der Schlaf-Wohnbereich war. Und das größte Highlight an der Wohnung war ein kleiner Balkon in den Innenhof mit Blick über die Bäume. Das war wirklich sehr, sehr schön angelegt. Schauen wir uns am besten ein paar Bilder und den Grundriss zur Wohnung an. Hier sehen wir jetzt den Grundriss der Wohnung. Das Ganze läuft, wie man sehen kann, unter dem Titel Klein, aber fein. Man kommt rein in den Vorraum mit einer kleinen Kochnische und gleich daneben eben Bad und WC. Dann kommt man in das Zimmer, Schlaf und gleichzeitig Wohnraum. Und hinten raus gibt es ja noch diesen Balkon in den Innenhof. Jetzt haben wir auch noch ein paar Bilder, ein Bild vom Balkon hinunter. Hier sieht man das kleine Badezimmer. Hier auf der linken Seite die schon angesprochene Nierostküche. Und da aber sieht man sehr schön, oben mit Spots wurde gearbeitet. Und zu guter Letzt noch eine Außenansicht. Da kann man erkennen, klassisches Standardzinshaus in Wien, insgesamt in einem guten Zustand. Der Kaufpreis war für die Wohnung 2017 damals 125.000 Euro, das heißt in etwa 4.000 Euro pro Quadratmeter. Heute würde ich sagen, dieser Preis war damals ziemlich genau der Marktpreis, war also kein besonderes Schnäppchen. Dazu kamen dann noch die Nebenkosten wie die Eintragungsgebühr, Grunderwerbsteuer, Makler und so weiter und so kamen wir insgesamt auf 140.000 Euro. Der Plan war, die Wohnung auch einzurichten und es kamen dann nochmal 4.000 Euro dazu. Also insgesamt waren wir dann bei 144.000 Euro für die Wohnung. Von der Bank kamen 117.000 Euro und die anderen 27.000 Euro, das war das Eigenkapital. Der Kredit hatte eine Laufzeit von 25 Jahren mit einer Verzinsung von 1,875%, eine Fixverzinsung, und das war eine monatliche Rate von ungefähr 490 Euro. Hinzu kamen noch die Betriebskosten und die Reparaturrücklage in Höhe von insgesamt 100 Euro pro Monat. Die Gesamtbelastung pro Monat waren also ungefähr 590 Euro. Von Anfang an war klar, dass sich diese Wohnung besonders gut für Airbnb-Vermietung eignen würde. Sie ist relativ klein, sehr gut gelegen in der Nähe von einer U-Bahn-Station und gerade für unsere Gäste, die wir angesprochen haben, junge Pärchen, Alleinreisende, auch sehr nah zum Flughafen und zum Hauptbahnhof. Gleichzeitig war es aber auch eine finanzielle Überlegung. Weil mit einer normalen Langzeitvermietung hätte man vielleicht 8, 9 oder maximal 10 Euro Miete pro Quadratmeter erzielen können. Das heißt, insgesamt wäre man dabei gerade mal 300 Euro gewesen und das wäre nicht mal die Hälfte von der Gesamtkosten dieser Wohnung gewesen. Auch wenn Airbnb für mich damals Neuland war, habe ich gewusst, dass man damit sicher mehr als 10 Euro pro Quadratmeter erzielen kann. Oder ich habe es zumindest gehofft. Und so kam es dann auch. Design von meiner Frau haben wir diese Wohnung innerhalb von weniger Wochen in ein Airbnb verwandelt. Und haben die Wohnung dann Anfang September 2017 auf Airbnb online gestellt und glücklicherweise kamen auch dann in den nächsten Wochen schon die ersten Buchungen rein. Wenn euch Airbnb interessiert und was ich damit verdient habe, habe ich auch dazu ein Video gemacht und den Link findet ihr in der Description. Die Wohnung wurde fast 3 Jahre auf Airbnb vermietet und hatte durchschnittlich im Monat Airbnb-Einnahmen von 1.900 Euro. Abzuziehen sind dann die Airbnb-bezogenen Ausgaben, das waren im Monat 560 Euro. Und nochmal Betriebskosten, Heizung, Reparaturrücklage und Internet in Höhe von insgesamt 200 Euro.
kommt man insgesamt also auf Netto-Mieteinnahmen von 1140 Euro im Monat. Wenn ich das jetzt mit einer herkömmlichen Langzeitvermietung vergleiche, war die Airbnb-Vermietung natürlich deutlich, deutlich lukrativer. Wir haben auf den Quadratmeter fast 40 Euro Miete erzielt und bei einer normalen Vermietung wären es vielleicht gewesen, wie gesagt, 8, 9, maximal 10 Euro. Also fast das Vierfache. Die monatlichen Mieteinnahmen von 1140 Euro entsprechen einer Rendite auf den Anschaffungspreis von 144.000 Euro von fast 10%. Und auf das eingesetzte Kapital von 27.000 Euro war die jährliche Rendite fast 51%. Und das mit dieser Küche. Doch leider kommt alles ja auch zu einem Ende. Nach fast 3 Jahren auf Airbnb haben wir uns dazu entschlossen, die Wohnung zu verkaufen. Und das hat in Wahrheit 2 Gründe. Je mehr wir uns mit Airbnb auseinandergesetzt haben, sind wir darauf gekommen, dass man, um Airbnb erfolgreich und nachhaltig betreiben möchte, mehr als 1 oder 2 oder 3 Apartments braucht, sondern am besten mehrere Dutzend Apartments, damit das Ganze wirklich Sinn macht. Vor allem im Hinblick auf den Arbeitsaufwand haben wir gemerkt, dass es nur dann Sinn macht, Airbnb Vollzeit zu betreiben, wenn man eine kritische Größe erreicht hat. Und bei uns war Airbnb immer nur ein Nebengeschäft oder auch auf Neudeutsch genannt ein Side-Hustle. Und da war klar, dass wir das nicht auf ewig in dieser Form weiter betreiben können. Und der zweite große Punkt, warum wir Airbnb an den Nagel gehängt haben, war, dass Airbnb in Wien immer ein rechtlicher Graubereich war. Und wir wussten, dass man irgendwann aus diesem Thema wieder aussteigen muss, wenn man hier nicht in Probleme hineinlaufen möchte. Anfang 2019 haben wir dann den Entschluss gefasst, die Wohnung zu verkaufen. Und im Februar 2019 ist unser Makler mit der Wohnung online gegangen. Und zwar zu einem Preis, den ich bis heute sehr ambitioniert finde. Die kleinen Wohnungen in dieser Gegend sind in den letzten Jahren noch weiter im Wert gestiegen und wir haben es mit 185.000 Euro probiert. Und bedenke, wir haben die Wohnung vor 3 Jahren um 125.000 Euro gekauft, also 60.000 Euro weniger. So, das war dann Februar, da kamen auch die ersten Besichtigungen und Anfragen rein. Einige Besichtigungen wurden durchgeführt und es gab dann auch ein konkretes Angebot über 170.000 Euro. Aber dann kam bekanntlich der Lockdown. Und das Angebot und auch das Interesse ist recht schnell verflogen. Und wir dachten schon, ui, jetzt haben wir eine Wohnung, auf der wir sitzen bleiben werden. Natürlich aktuell leer stehen, das heißt, wir haben Kredit gezahlt und keine Mieteinnahmen gehabt, auch keine Airbnb-Mieteinnahmen. Und haben schon ein bisschen gezittert, aber dann im Laufe der nächsten Wochen gab es dann tatsächlich wieder ein paar Besichtigungen. Und dieses erste Angebot über 170.000 Euro hat sich dann wieder gemeldet und die Wohnung wurde letztendlich dann tatsächlich um 170.000 Euro verkauft. Aber was heißt das Ganze jetzt in Zahlen ausgedrückt? Wir haben die Wohnung verkauft um 170.000 Euro. Wir haben sie angekauft mit Nebenkosten um 144.000 Euro. Das heißt, alleine aus der Verkaufstransaktion haben wir ungefähr 36.000 Euro Gewinn erwirtschaftet. Hinzu kommen noch 10.000 Euro an Tilgung und Airbnb-Einnahmen nach Steuer von ungefähr 20.000 Euro. Das heißt, in 3 Jahren wurden aus 27.000 Euro 66.000 Euro vor Steuern. Glaubt mir, ich hätte gern bei all meinen Deals solche Zahlen und ich wünsche auch euch, dass ihr bei all euren Deals solche Zahlen habt. Aber bei diesem Deal, da sind wirklich einige Dinge sehr, sehr gut gelaufen. Eine extrem hohe Miete durch Airbnb-Vermietung, ein gefragter Schnitt in einer sehr gefragten Wohnlage. Und dazu kommt noch das Niedrigzinsniveau und die allgemein steigenden Immobilienpreise. Und alle diese Faktoren haben beigetragen, dass dieser Deal so gelaufen ist, wie eben gelaufen ist. Seid mir nicht böse, bei der ersten Episode von Dealtime, da musste ich einfach einen Deal nehmen, wo die Zahlen herzeigbar sind. Und was ist jetzt der Takeaway von der ersten Episode von Dealtime? Obwohl ich selbst ein großer Verfechter von Buy and Hold, also Immobilien kaufen und langfristig halten bin, ist es sinnvoll und in manchen Fällen sogar das Beste, was man machen kann, eine Chance zu erkennen und wie in diesem Fall zu verkaufen. Hätten wir diese Wohnung statt mit Airbnb mit herkömmlicher Langfristvermietung vermietet, hätten wir statt 40 Euro nur 10 Euro verlangen können und hätten für diesen Gewinn von fast 70.000 Euro fast 20 Jahre gebraucht, um diese Mieteinnahmen zu erwirtschaften. Wenn sich also so eine Möglichkeit ergibt, dann musst du sie nutzen, also scheu dich nicht davor, dich von deiner Immobilie zu trennen, weil glaube mir, es gibt da draußen noch einige andere Wohnungen und Immobilien. Wenn euch Dealtime gefällt und ihr mehr Videos sehen möchtet, in denen ich über meine persönlichen Finanzen und meine persönlichen Deals spreche und so transparent wie kein anderer YouTuber, dann mache ich das gerne für euch. Im Gegenzug hätte ich nur gerne ein Like auf diesem Video und ein Abo auf meinem Kanal. In diesem Sinne, viel Spaß bei der nächsten Niros-Küche und bis zum nächsten Mal.